Grüezi, Servus und Hallo, hier ist mal wieder der Peter und ich melde mich aus aktuellem Anlass. Denn vor ein paar Tagen war, also Ende Oktober 2024, für die, die das jetzt noch ein paar Jahre sehen, war in Los Angeles eine große, wenn nicht die größte Schrottplatzversteigerung von Sotheby's. Was das auf sich hat, nach einem ganz kleinen Intro. Es gab einen Deutschen, der heißt Rudi Klein, der ist ausgewandert, tun ja momentan auch einige Deutsche wieder. Der ist ausgewandert nach Kanada, später nach USA, nach LA. Gelernt hat er Metzger. Das ist insofern ganz interessant, weil das Geschäftsmodell von einem Metzger und von einem Schrotthändler ganz ähnlich ist. Der Metzger kauft ein Schweinchen oder ein anderes Tier, möglichst natürlich billig einkaufen. Und noch wichtiger, dass er möglichst alles verwertet. Ja, wenn er hier nur die Steaks rausschneidet, verdient er nicht so viel, wie wenn er noch das verwurstet, noch das daraus eine Sülze macht und aus dem, was schon gar nicht mehr genießbar ist, vielleicht noch ein Hundefutter oder so zusammenkuttert. Und so ähnlich ist es mit den Oldtimer. Du kannst es irgendwie ja, nicht so geschickt machen und ich sage mal als Beispiel das Haufensystem. Übrigens, wisst ihr, was aus den Ludolfs ist? Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also zumindest ihren Schrotthandel. Oder du kannst es halt sehr dezidiert machen und kannst dann wirklich viele Teile genau an den verkaufen, der genau das Teil braucht. Und dann verdienst du natürlich mehr. Hier ist es jetzt so, dass er gestorben ist. Er hat Söhne, Kinder. Und die haben jetzt in Zusammenarbeit mit Sotheby's das ganze Zeug versteigert. Das Zeug ist, der Ami würde sagen, amazing, riesengroß. Ich gebe euch mal so ein paar Kennzahlen. Ich glaube, auf diesem Schrottplatz waren über 200 Porsche gestanden. Hauptsächlich die 956, auch 911er. Es waren ganz viele deutsche Fahrzeuge, also ganz viel Mercedes, auch Maybach, Horch und so ein bisschen Italiener, Ferrari, Lambo. Und fast immer Unfallfahrzeuge. Und ihr könnt euch von der Versteigerung, habt ihr zwei Möglichkeiten, euch das dezidiert anzugucken. Das eine ist ein Video, das geht fast 5 Stunden, 4 Stunden, 55 Minuten. Wo man das dann so sehen kann, finde ich jetzt fast schon ein bisschen dröge, ja, wenn du fast den ganzen Tag da vor dem Fernseher sitzt und dir das Video anguckst oder vom Computer. Und du kannst schon die einzelnen Versteigerungsresultate unter der Seite Sotheby's Result angucken und die finde ich ganz mega interessant. Das sind 6 Seiten und da kannst du so durchgehen, kannst von hinten anfangen, von vorne. Ich gehe mit euch mal so ein paar Highlights durch. Ganz am Anfang geht es los, hauptsächlich Teile, Motoren. Aber das sind zum Beispiel Teile von Mercedes SL, wo, weiß ich, Auspuff und noch 2 andere Sachen für 2000 Stutz. Wir kommen nachher drauf, warum so SL-Geschichten sehr teuer sind. Ein wirklich schrottiger SL Roadster für 1,2 Millionen, wo man sich fragt, hä, warum, dafür kriegst du auch einen schönen. Und einen für 9 Millionen, aber der ist aus Aluminium. Wohl noch viel seltener, das Aluminium-Karosserie, deswegen kostet eine 2 Millionen, kostet 9 Millionen. Übrigens, wenn wir beim Thema 300 SL sind. Mittlerweile schleicht sich ja bei mir so das Gefühl ein, dass du nur irgendein Teil brauchst von einem 300 SL und daraus irgendwas zusammenschusterst. Ja? Deswegen haben die alle Werkstatt, machen ihr eigenes Zeugs und das alles irgendwie zugelassen bekommst. Und deswegen möchte ich ein Reaction-Video machen zu dem SWR-Video oder Film oder Dokumentation mit Klaus Kienle. Ich selber möchte den Klaus Kienle nicht an Karren fahren. Ich möchte mich bei sowas auch raushalten. Ich habe keine Ahnung, ob er es wusste, nicht wusste, wie, wo war. Das ist nicht das Thema. Aber in der Dokumentation gibt es ein paar Punkte, wo man sagt, öha, ist es so? Warum ist es so? Macht es so Sinn? Und da wäre vielleicht die Idee, ein kleines Reaction-Video zu machen, wo man auf die ganzen fragwürdigen Punkte von der Dokumentation drauf eingeht. Ansonsten wollte ich mir aus der Kienle-Geschichte ziemlich raushalten. Das wird ja irgendwann mal vor Gericht verhandelt und ja, das werden viele aus der Szene mit Spannung beobachten. Ich bin da immer sehr interessiert. Ich wollte mich raushalten, aber die Doku ist interessant, finde ich. Ne? Also, dass ihr seht, ich möchte nicht über den Kienle richten, sondern mich auf die Doku und auf deren Inhalt um das Ganze drumherum da so ein bisschen drauf reinstürzen. Wenn da jemand noch heiße Informationen hat, die es unbedingt braucht, ja, schreibt es uns in die Kommentare. Das Video möchte ich die Tage machen.
Hier bei dieser Versteigerung erzähle ich euch mal vor die Highlights. Apropos, kurz vor der Versteigerung war das Who is Who der Autorestauratoren vor Ort. Ich habe bei Instagram auch gesehen, dass der von HK Engineering, der ist ja auch so ein Mercedes 300 SL Papst, war auch vor Ort. Und das ist natürlich sehr interessant, weil man eben so ein Schrottauto erwerben kann, kann dann wieder ein Ganzes machen, also mindestens ein Ganzes. Oder kann sie auch nur Teile kaufen oder wie das immer so funktioniert in der Szene. Auf jeden Fall waren ganz viele da, haben sich das angeguckt, war diese Versteigerung. Es geht weiter, was gab es noch? Es gab Maybach, die versteigert wurden. Mercedes ganz viel 600er, da, die langen Pullman-Teile. Mercedes ein 500k für 4 Millionen. Ein Horch, die Geschichte muss wohl so gewesen sein, dass den Horch hat er zu Audi gegeben, dass sie den ins Museum stellen. Der muss mega gut restauriert werden. Da haben die den wohl mega gut restauriert, wohl ins Museum gestellt, aber es war jetzt irgendwie keine Übertragung, dass denen dann dieser Horch auch gehört. Wahrscheinlich wurde das irgendwie vergessen oder keine Ahnung, also sie sahen es als Schenkung, auf jeden Fall sahen es wahrscheinlich die Kinder anders. Der war auch in der Versteigerung drin und der Horch hat gebracht 3,3 Millionen. Was gab es noch? Es gab Lamborghini Miura. Da gab es den billigsten für 600.000, einen für 900.000, den grünen für 1,3 Millionen. Also wir reden jetzt immer von Schrottfahrzeugen, gell? Wo man noch einiges rein investieren muss, dass die fahrbereit sind. Ohne Ende Ferrari. Und das Ganze hat ein Ergebnis gebracht von 29 Millionen. 29 Millionen Erlös aus Schrottteile. Ne? Aber er hat natürlich die Hochkaräter aus der richtigen Zeit hat er gesammelt. Und wer hätte das noch vor 20, 30, 40 Jahren gedacht, dass die dann auch so mega wertvoll sind, auch wenn sie komplett verrottet sind, wenn du da einfach nachher nur noch einen Brief oder Fahrgestellnummer oder irgendein Fragment von dem Fahrzeug hast. Ich finde es mega interessant, ich wollte es euch sagen. Guckt euch gerne die Seite mit den Resultaten an. Ich habe schon einzelne ein paar Punkte reingetan, ne? Man darf natürlich das Ganze machen, aber in einem Reaction kann man so ein paar Punkte bringen. Schaut euch das an, weil ich denke mal, dass es jetzt ewig auf der Sotheby's-Seite ist, dass man es zumindest mal gesehen hat. Ich wünsche euch wunderschönen Feiertag, wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns bald wieder. Wisst ihr was? Ich bin für heute raus. Ich sag wie alleweil, tschüssikowski, bis badowski.